Was mich fasziniert, ist die herausragende künstlerische Qualität unserer Monumente. Sie haben eine besondere Aura und erzählen spannende Geschichten. Dies muss sich auch im Erscheinungsbild, in der Wahrnehmung, in der Vermarktung und im Angebot widerspiegeln, bei jedem einzelnen Monument und bei der Institution Schlösser und Gärten als Ganzes. Und wenn wir damit noch mehr Menschen erreichen und unsere Gäste zu Botschaftern werden, dann freut mich dies ganz besonders. Bewahren bedeutet jetzt hier, dass die Leute, die hierher kommen, man versucht ja alles wieder ein bisschen hinzustellen, wie es damals war, dass die das sehen können, empfinden können oder vielleicht zurückdenken könnten. Und ich denke, wenn man jetzt durch den Park läuft und sich das alles ja, mal anschaut, die Wasserspiele, die Brunnen, die Figuren, dass man den Blick da findet. Wir erzählen also über die Geschichte des 18. Jahrhunderts, über die Geschichte der Kurpfalz, speziell hier über unseren Kurfürsten in Karl Theodor. Ja, wir haben neben den großen offiziellen Räumen auch noch die ganzen, sagen wir mal, inoffiziellen Räume. Ne? Die Kabinette, wo man sich zurückzieht. Ja, die Wiedereinrichtung der Belletage Bruchsal ist wirklich eine riesengroße Herausforderung, das kann man sagen. Das heißt, wir mussten uns erstmal kundig machen, was gibt es überhaupt für Archivalien, welche Quellen habe ich, um diese ehemaligen fürstbischöflichen Appartements auch wirklich richtig einzurichten, sodass der Besucher einen Eindruck bekommt vom früheren Leben am fürstbischöflichen Hofe. Oh, die großen Herausforderungen, die mir tagtäglich begegnen, sind eigentlich, das, wie soll ich das beschreiben, das ist wie ein Sack Flöhe zu hüten. Weil es so viele unterschiedliche Aufgaben gibt in allen Bereichen. Man muss da immer in alle Richtungen gucken, denken, arbeiten. Und sowas geht dann auch nur mit einem tollen Team. Und ich leite und lenke und habe ganz tolle Leute, die durchführen. Die Aufgabe von uns als Schlossgärtner ist eigentlich, diese historische Struktur, unser Leitbild, immer wieder herzustellen. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier jeden Tag machen kann. Also wer hat schon die Möglichkeit, in so einem Objekt zu arbeiten? Also das ist schon die Krönung im Prinzip einer gärtnerischen Laufbahn. Also das Besondere bei meiner Arbeit im Kloster Wieblingen ist eigentlich, dass jeder Tag anders ist. Ich weiß morgens nicht, was mich alles erwartet und was für Aufgaben auf mich zukommen. Aber weil der Kontakt mit unseren Besuchern, das ist so viel wert, man bekommt so viel zurück bei ihrer Führung, das ist einfach klasse. Da unser Schloss ja eher etwas kleiner ist, bin ich für alles eigentlich zuständig. Ich mache normalen Kassendienst, kaufe Eintrittskarten, kümmere mich um den Schlossshop. Aber ich mache auch Führungen, ich betreue Veranstaltungen, ich organisiere Märkte, ich beschäftige mich aber auch mit historischen Forschungen. Also es ist von allem etwas dabei. Ich übe bei den staatlichen Schlössern und Gärten eine klassische Querschnittsfunktion aus. Ich bin hier für die Finanzen, den Haushalt und die Organisation zuständig. Es macht Freude zu sehen, welchen Zuspruch die staatlichen Schlösser und Gärten finden. Die Besucherzahlen sind gut und auch die Einnahmen, was mich als Haushälterin sehr freut. Es handelt sich ja dabei um einen historisch gewachsenen Sammlungsbestand. Die Gegenstände befinden sich noch in einem historischen Zusammenhang mit den Gebäuden, mit den ausgestatteten Räumen. Und deren frühere höfische und klösterliche Funktion ist noch ablesbar. Und all diese Materialien tragen zum sinnlichen Erlebniswert in den Schlossräumen bei. In der Ortsverwaltung bin ich in engem Austausch. Wir haben eigentlich täglich Kontakt. Wir besprechen dann den laufenden Betrieb vor Ort. Die größte Herausforderung meiner Tätigkeit liegt darin, dass alle zufrieden sind. Besucher, Ortsverwalter, Konservator, Restaurator. Der Schwerpunkt in meiner Arbeit liegt in den Konzeptionen vor Ort, um diese kulturellen Schätze begehbar zu machen. Begehbare Geschichte ist eines der interessantesten Dinge, die wir anbieten können. Begehbare Geschichte am originalen Schauplatz vor Ort.